die Quantenmechanik. Das wird jetzt nicht einfach. Das wird im Gegenteil, es wird eher kompliziert. Das ist die Theorie, von der die Physiker selber sagen, man kann sie nicht verstehen. Es ist die Theorie, von der die Physiker sagen, man muss sie hinnehmen. Sie lebt ein bisschen von dem Motto, der Erfolg heiligt die Mittel. Also man macht was, stellt fest, man hat damit Erfolg, also macht man damit weiter. Das ist Quantenmechanik. Also das mal vorab. Wenn Sie jetzt nicht alles sofort schlagartig verstehen, was ich sage, wundern Sie sich nicht, das wäre mir an Ihrer Stelle auch nicht anders gegangen. Quantenmechanik ist was ganz Merkwürdiges. Die Quantenmechanik beschreibt die Welt, im ganz Kleinen. Also gucken Sie sich doch an. Ne? Sie sind ja, was haben Sie so? Homo sapiens sapiens bringt so im Mittel, sagen wir mal, 80 Kilo auf die Waage oder 70, was Sie wollen. Hauptsache, es ist irgendwas im Bereich von einigen 10 Kilogramm. Wie viele Teilchen sind denn da jetzt drin in so einem Homo sapiens? Ne? Nehmen wir also mal, wir haben also, nehmen wir mal für Spaß 100 Kilogramm. Ne? Also ein Kilogramm hat 1000 Gramm. Ein Proton wiegt 10 hoch minus 24 Gramm. Da können Sie schnell ausrechnen, aus wie vielen Teilchen sie bestehen. Nämlich, ne? Machen Sie mal, 10 hoch minus 24, 10 hoch 5 Gramm sind 10 hoch 29 Teilchen. Sie bestehen aus 10 hoch 29 Teilchen. Sie bestehen aus 10 hoch 29 Teilchen, das ist aber nicht alles, sondern sie bestehen natürlich vor allen Dingen aus Zellen, denn sie sind genauso wie ich ein biologisches Lebewesen und dieses Lebewesen besteht aus 1 Billion Zellen. Aber die Zelle ist schon kein quantenmechanischer Apparat mehr. Die Zelle ist schon, ach, das kann man ja verstehen. Man kann ja die Zelle im Mikroskop nachgucken, sieht, wie sich Zellen bewegen, wie sie sich vermehren. Die Quantenmechanik, die beginnt da, wo die Dinge, ich will Ihnen das Wort schon mal nennen, wo die Dinge unscharf werden, unbestimmt, wo Dinge anfangen, sich ja merkwürdig zu verhalten. Ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal die Welt um uns herum. Ja, hier, der Tisch ist hier, ich bin hier, Sie sind da. Sie können sich ja mal kurz anfassen, damit Sie merken, dass Sie auch da sind. Jawohl, Sie spüren sich. Also da, wo Sie sind, da kann ein anderer nicht sein. Der kann nicht dahin, wo Sie sind, weil da müsste Sie verdrängen. Also Sie verdrängen Raum, Sie verbrauchen Raum. Und da, wo Sie sind, das ist ganz klar, wo Sie sind. Völlig. Sie wissen ganz genau, ich stehe hier, müssen nicht sagen, ich kann nicht anders, aber Sie sind da. Ganz wunderbar. So. Das ist nicht so in der quantenmechanischen Welt. Das darf auch gar nicht so sein. Eine klare Positionierung, eine klare Ortsangabe hätte katastrophale Folgen da unten. In der Welt der allerkleinsten Teilchen, also dann, wenn es wirklich klein wird, also richtig klein, nicht nur ein bisschen klein, sondern richtig klein, dann darf die Welt nicht mehr so sein, wie wir sie kennen, dass da was ist und das ist auch dann da und das bleibt auch dann da, wenn es sich nicht bewegt. Das ist klassische Physik. Das ist da und kann sich bewegen. Und ich kann in jedem Moment die Bewegung von etwas nachvollziehen. Kontinuierlich. Wenn die Welt des Allerkleinsten sich so verhalten würde, wie die Dinge um uns herum, dann würde es uns gar nicht geben. Und jetzt machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel nach diesem langen Vorwort. Da geht es um einen Zusammenhang, den Sie alle kennen. Es geht um die Anziehung von Ladungen, und zwar von ungleichnamigen Ladungen. Haben wir das positiv geladene Proton. Das ist ein Kernbaustein. Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Die Neutronen sind elektrisch nicht geladen, die Protonen aber sind positiv geladen. Aber nehmen wir mal so ein positiv geladenes Proton, kann man sich gut merken. Proton ist positiv geladen, also gut gelaunt. Und auf der anderen Seite ein Elektron, negativ geladen. Was machen ungleichnamige Ladungen in dieser Welt hier um uns herum? Na, die ziehen sich an. Die Kamera, die mich jetzt aufnimmt, ist an einen Stromkreislauf angeschlossen. Und dieser Stromkreislauf funktioniert nur deshalb, weil Ladungen in einem Leiter sich bewegen, aufgrund von Ladungsunterschieden. Da, wo viel positive Ladungen sind, da fließen die negativen Ladungen hin, um diesen Überschuss an positiven Ladungen auszugleichen. So funktioniert das mit der Spannung in der Steckdose. Also, dass Sie das überhaupt sehen können, liegt nur daran, weil in dieser Welt Ladungen sich so verhalten, wie ich es Ihnen gerade beschrieben habe. Positive und negative Ladungen ziehen sich an.
Und jetzt erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das haben Sie schon ewig in der Schule gelernt. Nur, also nicht vergessen, nur verdrängt höchstens. Atome bestehen zu 99,9% in der Masse aus dem Atomkern. Und in dem Atomkern, wie gesagt, erinnern Sie sich noch? Jawohl, Protonen und Neutronen. Das sind die schweren Teilchen. Die sind richtig schwer. So ein Proton ist wirklich richtig schwer im Vergleich zu einem Elektron. Also 1836 mal schwerer. Also rund 2000 Mal ist ein Proton schwerer als ein Elektron. Im Atomkern steckt also die Masse des Atoms. Und um diesen Atomkern herum, um diesen positiv geladenen Atomkern herum, da rast nun das Elektron. Das weiß man. Das weiß man schon lange. Und das ist komisch. Denn eigentlich sollte das da gar nicht sein, das Elektron. Nach allem, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass positive und negative Ladungen sich anziehen, müsste das Elektron, müssten die Elektronen, die um die Atomkerne herumrasen, aus denen wir bestehen, müssten die schon längst in den Atomkern reingefallen sein, denn erstens ist der Atomkern viel schwerer und zweitens ist er positiv geladen. Tja, und was würde das bedeuten? Es würde gar keine Atome geben. Ja, das wäre was völlig abartiges. Es wäre nur Kernmaterie. Irgend so ein Zeug, so ganz dicht, wahnsinnig dicht. Sie müssen sich das mal überlegen. Also, wenn ein Atom, sagen wir das Wasserstoffatom, das ist das einfachste Element, ein Atom so groß wäre wie das Allianzstadion in München und das Elektron, dieses einen, Wasserstoff hat ja nur ein Elektron, dieses Elektron auf seinem Grundzustand, davon wird natürlich noch die Rede sein, energetischer Grundzustand, und das wäre der äußerste Tribünenrang im Allianzstadion. Also er würde da draußen rumrasen. Dann wäre der Atomkern, in diesem Fall ein Proton, so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt am Anstoßkreis. Verstehen Sie? Das Atom ist praktisch leer. Das Elektron rast da draußen drumherum. Warum fällt das Elektron nicht auf dieses Reiskorn? Schließlich sind die beiden ungleichnamig geladen. Das Elektron müsste mit dem Affenzahn in den Kern hineinknallen. Ja. Das ist zum Beispiel so eine Sache, weshalb man eine Theorie benötigt, eine Beschreibung, eine physikalische Beschreibung benötigt, die erklärt, warum die Elektronen, obschon sie die entgegengesetzte Ladung der Protonen im Atomkern haben, nicht in den Atomkern hineinfallen. Warum nicht? Das war eine der wesentlichen Fragen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, denn man hatte ja schon was verstanden von der Natur der Dinge, also namentlich zum Beispiel von Ladungen. Man wusste, es gibt elektromagnetische Wellen, also es gibt elektrische Felder, magnetische Felder und diese merkwürdigen Dinge, die mit elektromagnetischen Feldern zu tun haben, das wusste man auch aus vielen Experimenten, die verhalten sich wie Wellen. Gibt es die Beugungserscheinungen? Also das Licht ist eine elektromagnetische Welle, Radio ist eine elektromagnetische Welle, Infrarot, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, alles elektromagnetische Wellen, das wusste man. Und man wusste auch, dass die Materie aus Teilchen zusammengesetzt sind. Also das heißt mit anderen Worten, das ist ja eine uralte Idee, diese Geschichte mit den Atomos, die Unteilbaren. Das ist ja Demokrit schon 300 vor unserer Zeitrechnung, hatte man sich schon überlegt, dass offenbar die Welt eigentlich aus solchen unteilbaren Teilchen zusammengesetzt sein sollten. Und dann fand man raus, naja, so unteilbar sind die gar nicht. Da gibt es also immerhin schon mal die Elektronen, die konnte man nämlich den Atomen entreißen. Dann waren die Atomüberreste, die sogenannten Ionen, die waren dann positiv geladen. Und das Elektron, das war negativ geladen. Das konnte man mit elektrischen Feldern, konnte man das richtig trennen. Man konnte also sehen, wie die Elektronen auf der einen Seite des elektrischen Feldes nämlich hin zum Pluspol wanderten. Und die Ionen, positiv geladen, die liefen zum Minuspol. Man hat also schon was verstanden davon. Aber man kriegt das nicht auf die Reihe. Denn man hatte auf der einen Seite diese Teilchenvorstellung. Die Materie war natürlich Teilchen, denn man sah sich ja. Also in der Zeit vor der Quantenmechanik war völlig klar, hier das Material um uns rum, hier wir alle, das sind alles Teilchen, so richtig kleine, naja, also jetzt mal ganz doof ausgedrückt, so Elektronen sind so kleine gelbe Kügelchen, Protonen vielleicht kleine rote Kügelchen, Neutronen vielleicht kleine blaue Kügelchen oder so, aber man dachte so an Kügelchen, nicht? Also Partikel halt, Korpuskel, und dem gegenüber stand das Licht und das waren Wellen. Obwohl Newton vor ein paar hundert Jahre vorher schon mal gesagt hat, na, es könnte auch sein, dass Licht auch aus Teilchen besteht, aber das hatte man dann relativ schnell wieder weggebügelt, nachdem es diese Beugungserscheinungen gab an der elektromagnetischen Wellen, also des Lichts vor allen Dingen.
Und da wusste man schon, das Licht, das ist eine Welle und sowas. Und jetzt auf einmal, Anfang des 20. Jahrhunderts, dann kriegte man ganz, ganz, ganz merkwürdige experimentelle Ergebnisse. Ganz komisch. Man verstand viele Dinge nicht. Je tiefer man der Materie gewissermaßen auf die Finger schaute, umso mehr stellte man fest, also so wie unsere Welt um uns herum ist, ich sag's nochmal, klare Ortsbestimmung, klare Zeitbestimmung, ich weiß ganz genau, was passiert, Geschwindigkeit und so weiter, das scheint da unten irgendwie nicht zu funktionieren. Da hieß es dann zum Beispiel unter anderem, ja, damit man bestimmte Erscheinungen verstehen kann, bei der Wärmestrahlung, müsste die Energie in wohl definierten Paketen abgegeben werden. Max Planck brachte im Jahre 1900 diese Idee auf. Er sagte also, wenn ich erklären will, wie das Strahlungsspektrum, also praktisch die Strahlungsverteilung über die verschiedenen Frequenzen eines Körpers zustande kommt, nehmen wir mal so einen ordentlichen Eisenklotz, der hat also 2000 Grad oder sowas oder 3000, machen wir richtig heiß, dann ist der also weiß glühend und dann kühlt der ab und dann wird der ja ganz langsam blau, blau, grün, bis hin zum Roten und dann irgendwann hat er eine Temperatur, wo er zumindest sichtbar gar nicht mehr strahlt, sondern kommt im infraroten Bereich. Also man konnte messen, wie die Wärmestrahlung eines solchen Körpers verteilt ist. Und mit der guten alten Physik des 19. Jahrhunderts konnte man diese Verteilung, dieses Spektrum überhaupt nicht verstehen. Das gab eine Katastrophe, sogenannte Ultraviolettkatastrophe. Also bildlich ausgedrückt, hätte man erwartet, dass die Strahlungsleistung eines Körpers unglaublich nach oben geht. De facto aber zeigte sich, sie wächst zunächst an, aber dann geht sie auch wieder runter. Das ist das Spektrum eines sogenannten Hohlraumstrahlers, eines schwarzen Körpers, der nichts anderes macht, als mit sich im Gleichgewicht zu sein und zu strahlen. Und Max Planck stellte fest, wenn ich dieses Spektrum, dieses beobachtete Spektrum erklären will, dann muss ich, und das brachte ihn wirklich in Depression, das meine ich wirklich ernst, dann muss ich annehmen, dass die Energie von diesem strahlenden Körper in bestimmten Paketen abgegeben wird. Und er brachte damals eine kleine, winzig kleine Zahl in die Welt, später nach ihm benannt worden, das Planck'sche Wirkungsquantum. Und das ist die allerkleinste Wirkung, die es im Universum überhaupt gibt. Das wusste er damals noch nicht, aber er konnte schon ausrechnen, 1900, konnte diese Zahl sehr genau ausrechnen und stellte fest, Energie muss von diesen strahlenden Körpern in Paketen abgegeben werden. E ist gleich H mal F. Und F ist die Frequenz, H ist, die Planck'sche, ist das Planck'sche Wirkungsquantum und E ist die Energie. Also E ist gleich H mal F. Das war die entscheidende Gleichung, die am Anfang einer Theorie steht, die unser gesamtes Konzept von der Welt, was ihre Fundamente betrifft, völlig auf den Kopf gestellt hat. Völlig. Die Quantenmechanik ist eine Hammertheorie und sie ist heute das Beste, was wir in der Physik haben. Sie ist nicht mehr hinterfragbar. Sie ist eine universelle Theorie. Sie ist so weit inzwischen schon, dass wir sie gar nicht mehr überprüfen können, ohne selbst quantenmechanische Methoden zu verwenden. Zum Beispiel der Laser. Lichtverstärkung durch stimulierte Emission. Das ist ein quantenmechanischer Apparat. Die ganze digitale Elektronik, die mich jetzt zum Beispiel auf diese DVD gebannt hat, ist quantenmechanische Technik. Ein großer Teil unseres modernen Lebens basiert auf den Erkenntnissen der Quantenmechanik. Und begonnen hat alles damit, dass man nicht verstand, wieso die Materie eigentlich stabil ist und wieso ein solcher Wärmestrahler ein bestimmtes Spektrum abgegeben hat. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass das zunächst einmal von der Öffentlichkeit damals gar nicht wahrgenommen worden ist. Was die da machen, diese Physiker, ist ja alles ganz nett, aber im Grunde genommen betrifft es uns doch gar nicht. Wenn man damals schon gewusst hätte, was aus dieser quantenmechanischen Beschreibung der elementarsten Dinge in der Welt einmal wird, da hätten die Leute möglicherweise entweder die physikalischen Laboratorien völlig geschlossen, weil sie Angst davor hatten, oder sie hätten die Helden, die allerersten Helden der Quantenmechanik, auf ihren Schultern aus den Laboratorien getragen und hätten sie umjubelt. Aber wie so oft, manche Erkenntnisse der Wissenschaft brauchen sehr lange, um in unseren Erkenntnisapparat und in unsere Köpfe hineinzukommen.
Max Planck im Jahre 1900 war der Erste, der die Idee aufbrachte, da könnte etwas in Portionen abgegeben werden. 5 Jahre später brachte Albert Einstein diese Idee eigentlich erst richtig auf den Punkt, indem er sagte, damit ich verschiedene Experimente, in diesem Fall der sogenannte photoelektrische Effekt, damit ich den verstehen kann, muss ich annehmen, dass die Energie nicht nur in Portionen abgegeben wird, sondern dass sie auch in Portionen aufgenommen wird und dass sie also selbst das Licht, das elektromagnetische Licht, elektromagnetische Strahlung, dass sie selbst in Portionen vorliegt, in Quanten. Dafür hat Einstein übrigens seinen Nobelpreis bekommen, nicht für seine Relativitätstheorie. Die war so revolutionär, die Relativitätstheorie, da hat sich das Nobelkomitee nicht so richtig getraut. Aber diesen photoelektrischen Effekt zu erklären, eine grandiose Leistung, mit der Idee, Strahlung liegt immer in Paketen vor, in Quanten. Tja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben ja auf der anderen Seite auch die Beugungserscheinungen. Wir wissen ja, elektromagnetische Strahlung ist auch eine Welle. Wir haben Experimente wie den Fotoeffekt. Zeigt sich ganz deutlich, das Licht ist keine Welle. Das ist ein Quantum. Tja, Welle oder Teilchen? Telle oder Weilchen? Oder was? Was mache ich denn jetzt? Bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, war immer alles klar. Es gab einen klaren Dualismus. Hier die Wellen, da die Teilchen. Feierabend. Und jetzt haben wir es mit einem Phänomen zu tun, dass das Gleiche zwei verschiedene Seiten zeigt, als wenn es zu beiden Welten dazugehört. Und das wurde ja noch viel schlimmer. Nicht nur, dass Licht Teilcheneigenschaften hat, wenige Jahrzehnte, ja, 15 Jahre später, fand man heraus, dass Teilchen, also Protonen, Elektronen, Neutronen, dass diese Teilchen Welleneigenschaften besitzen. Damit wurde auf jeden Fall erstmal eines klar. Wenn die Teilchen Welleneigenschaften besitzen, dann kann man schon mal verstehen, warum die Elektronen nicht in den Atomkern hineinfallen. Also wenn sie sowas sind wie eine Welle, dann sind sie ja kein Teilchen. Dann haben sie ja Eigenschaften, die gewissermaßen ausgebreitet sind. Ein Teilchen, das ist was ganz Klares. Ein Teilchen ist hier und nirgendwo sonst. Eine Welle, ja, die kann ja schon mal woanders sein. Die hat zwar eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit an einer bestimmten Stelle, aber sie kann auch ausgebreitet sein. Eine Welle ist eine sehr viel andere physikalische Qualität als ein Teilchen. Was also im Grunde genommen was völlig anderes. Jetzt gucken Sie mich nicht so an. Ja? Ich weiß es ja auch nicht. Es ist halt so. Also, das ist jetzt eine wichtige Sache. Sie müssen mir das einfach zunächst mal glauben. Teilchen verhalten sich bei manchen Experimenten wie Wellen. Die zeigen Interferenzmuster, Überlagerungsmuster. Da gibt es einen berühmten Versuch, den sogenannten Doppelspaltversuch. Da kann man zeigen, wenn man den richtig macht, dass man ein einziges Elektron, eins, schickt man durch den Doppelspalt. Wird man natürlich erstmal sagen, ja, Moment mal, das Elektron, das kann doch entweder nur durch den einen Spalt oder durch den anderen Spalt gehen. Entweder oder, Sekt oder Selters. So. Tut mir leid. Das Elektron, das kann machen, was es will und das macht es auch. Man kann mit einzelnen Elektronen zeigen, dass die mit sich selbst interferieren, sich mit sich selbst überlagern. Dieses Überlagerungsprinzip, das steckt jetzt in dieser Welt der Elementarteilchen, der aller elementarsten Dinge drin. Ich komme wieder auf mein Beispiel zurück. Warum fällt das Elektron nicht in den Atomkern rein? Ist ganz einfach. Nehmen wir mal eine Gitarre. Na, stellen Sie sich mich immer vor hier. Ich hätte eine Gitarre in der Hand. Also, wie ist das mit der Gitarre? Eine Gitarre ist ein Saiteninstrument und wenn man die Saiten anschlägt, dann fangen die an zu schwingen. Die Gitarrensaite ist eingespannt und zwar oben und unten. Klar. Also die Wellen, die auf dieser Seite entstehen können, die müssen da reinpassen. Und je nachdem, wo ich meinen Finger auf diese Seite stecke, kommen eben ganz unterschiedliche Töne raus, weil eben nur ganz bestimmte Wellen auf diese Seite draufpassen. Je kleiner, also je kürzer die Seite ist, umso höher werden die Töne, die dabei entstehen. Das ist uns allen bekannt und ist hinreichend klar.
Also Wellen werden, wenn sie so eingespannt sind, dann können die nur ganz bestimmte Wellenlängen besitzen. Nämlich genau die Wellenlängen, die genau zwischen die beiden Punkte passen, in denen die Saite eingespannt ist. Was anderes passt da nicht rein. Und dann gibt es also die Grundschwingung, da gibt es die erste Oberschwingung und so weiter und so weiter. So. Und jetzt nehmen wir mal ein Atom und denken uns ein Elektron wie eine Saite. Das Elektron kann eben nicht überall sein, denn da, und das muss ich jetzt nochmal sagen, bei einer Welle, eine Welle besteht aus was? Naja, also natürlich aus einer Amplitude, aus einer Wellenamplitude, also der Auslenkung und den Knoten. Nämlich da, wo die Auslenkung 0 ist. Da, wo die Auslenkung 0 ist, ist die Welle nicht. Logisch, gut. Also, da, wo die Auslenkung 0 ist, ist die Welle nicht. Und wir schauen uns unsere Elektronenwelle an. Wie ist denn das? Naja, so ein Elektron ist in einem sogenannten Potential, ja klar, ist in einem Kraftfeld drin. Dieses Kraftfeld entsteht durch die positive Ladung des Protons in der Mitte und das Elektron, ist natürlich jetzt schwierig für mich, das darzustellen. Ich kann ja nicht, ja, das Elektron kann ich als Welle nicht darstellen. Ich kann es mit den Händen eigentlich immer nur herumkreisen lassen. Sie wissen schon, was ich meine. Also ich kann es nicht wirklich schwingen lassen, aber wenn das Elektron Welleneigenschaften haben sollte, und das hat es, das wissen wir aus den Experimenten, dann kann ich das Elektron wie eine Saite anschauen und dann kann ich mir angucken, in diesem Kraftfeld ist die Saite des Elektrons eingespannt. Und wo ist der Knoten für das Elektron? Na? Ja, im Atomkern. Da ist der Knoten der Elektronenwelle. Da darf das Elektron nicht sein. Und da wir das Elektron ja in dem Atom behalten wollen, darf das Elektron wo auch nicht sein? Außerhalb des Atoms. Also wir haben zwei Stellen, wo wir die Elektronenwelle eingespannt haben. Nämlich erstens den Atomkern und zweitens der Bereich außerhalb des Atoms. Das Elektron darf sich genau dazwischen aufhalten, aber nicht im Atomkern und nicht außerhalb des Atoms. Ansonsten wäre es ja ein Ion. Ne? Dann wäre das Atom ja geladen, das Elektron wäre frei. Das heißt, mit der Eigenschaft, dass ein Teilchen eine Welle sein kann, versteht man zum allerersten Mal, warum die Materie stabil ist. Warum sie nicht völlig in sich zusammenstürzt, weil ja, wie gesagt, der Kern ist positiv, die Elektronen sind negativ. Das wäre eigentlich nach unserer klassischen Vorstellung, wäre die Materie völlig zusammengebrochen unter der elektrodynamischen Wechselwirkung. Dass das nicht der Fall ist, verdanken wir nur der Tatsache, dass die Teilchen auf der elementaren, fundamentalen Ebene der aller kleinsten Wechselwirkung keine Teilchen mehr sind in dem Sinne, es ist hier, ich weiß ganz genau, wo es ist, ich weiß ganz, kenne ganz genau seine Temperatur, sage ich schon, nicht seine Temperatur, sondern seine Geschwindigkeit. Na? Das ist alles nicht mehr der Fall. Dort unten ist alles wellenartig. Alles. Alles schwankt. So. Und das ist das Geheimnis der Quantenmechanik. Nichts mehr in der Welt der allerkleinsten Teilchen ist wohl definiert. Es gibt immer Unbestimmtheiten. Und derjenige, der das zum allerersten Mal formuliert hat, war Werner Heisenberg, 1926. Der hat nämlich aus all den Daten, Experimenten und Theorieansätzen herausdestilliert, dass das Entscheidende in der Quantenmechanik Unbestimmtheit bedeutet. Die Überlagerung von diesen Welleneigenschaften der einzelnen Teilchen, ob es nun Elektronen sind oder Protonen oder Neutronen, lässt sich eben nie ganz genau festlegen. Und das ist eine Fundamentaleigenschaft. Das ist nicht so die Sache wie, ja, wir können es noch nicht. Also nach dem Motto, ja, wir sind noch nicht weit genug. Irgendwann werden unsere Experimente, unsere Technologie mal so weit sein, dass wir auch diese allerkleinsten Teilchen dann ganz genau festmachen können. Ist nicht, tut mir leid. Da gibt es gewisse eindeutige Schranken. Wir kommen unter einer bestimmten Ausdehnung der Welt nicht drunter. Wissen Sie auch warum? Ja, ganz einfach. Letztlich hat es ein bisschen was damit zu tun, dass wenn man etwas wissen will, dann muss man hingucken. Jetzt kann man natürlich bei den Einzelteilchen jetzt nicht mehr hingucken. Wir sehen sie ja nicht, sie sind alle so klein. Da muss man also anders vorgehen. Wie macht man das? Man nimmt sehr intensives Licht, würde man auf den ersten Moment sagen. Ja, intensives Licht.
Das reicht nicht. Also zum Beispiel hier, sehe ich Scheinwerfer oder was auch immer an Licht um mich herum ist, ich sehe trotzdem keine Einzelteilchen. Ja? Gucken Sie sich doch mal auf Ihre Finger. Ne? Sie sehen doch keine Einzelteilchen. Das scheint es nicht zu sein. Wenn man diesen Teilchen sehr nahe kommen will, braucht man ganz andere Lichtarten. Röntgenstrahlung zum Beispiel. Die Wellenlänge der Röntgenstrahlung ist viel, viel kleiner als die Wellenlänge von sichtbarem Licht. Die Wellenlänge von Röntgenstrahlung ist so klein, dass sie es uns erlaubt, Teilchen oder ja, Strukturen in Atomen anzuschauen. Zumindest Strukturen innerhalb von Kristallgittern zum Beispiel. Das heißt, da kann ich zum allerersten Mal sehen, aus was denn diese Materie tatsächlich so besteht. Und jetzt habe ich nur ein einziges Problem. Eine wunderbar kleine, sehr kleine Wellenlänge, die es mir also erlaubt, etwas sehr, sehr Kleines anzuschauen, hat leider Gottes eine sehr hohe Frequenz. Elektromagnetische Wellen sind gewissermaßen eindeutig. Der Zusammenhang zwischen Frequenz und Wellenlänge ist eindeutig. Das Produkt aus Frequenz und Wellenlänge, das ergibt die Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, wenn ich etwas mit einer sehr, 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 sehr kleinen Wellenlänge anschaue, habe ich eine sehr, sehr, sehr hohe Frequenz. Sehr hohe Frequenz lautet nach Max Planck, ist eine hohe Energie. Will ich also dort unten in der allerkleinsten Teilchenwelt mir irgendwas angucken, dann kann ich das gar nicht tun, ohne diese allerkleinste Teilchenwelt zu beeinflussen, weil ich durch das blanke Hingucken mit einem Röntgenstrahl zum Beispiel die Welt natürlich da unten verändere. Ich kann gar nicht mehr diese allerkleinsten Dinge anschauen, ohne sie zu beeinflussen. Das ist gewissermaßen die Milchmädchen-Variante der Heisenbergschen Unschärferelation. Dass man durch das blanke Hingucken diese Unbestimmtheiten, diese Schwankungen verursacht. Aber Heisenberg bedeutet viel mehr. Heisenberg bedeutet, die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation bedeutet, dass die Materie fundamental in ihren aller grundlegendsten Eigenschaften unbestimmt ist. Und das garantiert ihre Stabilität, sonst wären die Elektronen schon längst im Atomkern. Das garantiert auch die Wechselwirkung von Licht und Materie. Sie sind jetzt möglicherweise ja irgendwo auf dieser Welt und sie werden bombardiert von Photonen. Da gibt es ja zum Beispiel die Photonen von unserem Stern, der die runterknallt. Es können aber auch andere Photonen sein. Und wir verstehen heute, wie die Wechselwirkung von Licht mit Materie ist. Und diese Wechselwirkung von Licht mit Materie ist nicht irgendwie, sondern sie ist gequantelt. Atome können Energie, also die Energie von Photonen, von Lichtquanten, nur in bestimmten Portionen aufnehmen. Es geht alles nicht irgendwie, sondern es ist alles wohl definiert. Woher wissen wir das? Von den Strahlungsspektren der verschiedenen Atome, zum Beispiel, kleine Randbemerkung gewissermaßen fürs Haus, als Astronom, von den Spektren der Sterne. In dem Licht der Sterne sind Linien drin. Und diese Linien, das können Emissionslinien sein, das heißt, da wird Strahlung abgegeben, es können aber auch Absorptionslinien sein, da wird Strahlung aufgenommen. Diese Linien, einmal dunkel, wenn es Absorption ist, einmal hell, wenn es Emission ist, die sind sehr, sehr fein verteilt im ganzen Spektrum. Das hängt davon ab, was für ein Element es ist, ob es Wasserstoff ist oder Helium oder Sauerstoff. Denn je nach Element gibt es ja unterschiedliche Anzahlen an Elektronen. Sie wissen ja, bei jedem Atom ist ja die Anzahl der Elektronen exakt gleich der Anzahl der Protonen. Deswegen sind die Atome ja insgesamt elektrisch neutral. Und je nachdem, wie viele Elektronen so ein Element hat, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten für die Elektronen, Energie aufzunehmen oder abzugeben. Und deswegen gibt es solche Linienspektren. Aus diesen Linien lässt sich genau ausrechnen, wie viel Energie die Atome haben, welche Energie aufgenommen worden ist, welche abgegeben ist und so weiter. So. Das heißt, wir haben eine 1:1 Korrespondenz zwischen dem Licht, was wir zum Beispiel von den Sternen bekommen, oder nehmen wir unseren Stern, den besten Stern von allen, die Sonne. Nehmen wir den und schauen uns dessen Licht an. In seinem Spektrum gibt es Linien noch und nöcher. Und sie lassen sich alle verstehen mit der Quantenmechanik. Die quantenmechanischen Regeln, wie die Atome aufgebaut sind, dass sie überhaupt stabil sind, verdanken wir der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation, nämlich die Schwankung, die dort unten zuschlägt, Wellen
und Teilchen. Teilchen verhalten sich wie Wellen. Lichtwellen verhalten sich wie Teilchen. Also es ist ein ständiges Hin und Her. Je nachdem, welche Art und Weise der Wechselwirkung auftritt, gibt es eben Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften. Und das Ganze lässt sich sogar an kosmischen Objekten überprüfen. Und auf diese Art und Weise hat man einen ganz hervorragenden Abschluss physikalischer Theorien gefunden. Die Quantenmechanik ist ja die Theorie des ganz, 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 ganz Kleinen. Ne? Also ganz klein. Unglaublich klein. Über alle Maße klein. Und wir finden aber die Regeln, die wir dort im Labor entdeckt haben, finden wir im ganz, 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 ganz Großen, zum Beispiel bei der Sonne. Immerhin hat die einen Radius von 700.000 Kilometer und ist ein ziemlicher Brummer, ne, ein ziemlich großer Gasball, finden wir die wieder. Das bedeutet, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir tatsächlich was von der Welt verstanden haben. Die Quantenmechanik, so schwierig sie auch in ihren Einzelheiten sein mag, hat uns ein Tor aufgemacht hin zum Verständnis, wie diese Welt als Ganzes funktioniert. Eine Natur braucht nur eine Physik und nicht verschiedene. Und die Quantenmechanik ist ein Teil dieser einen Physik. Wann ist denn Ihrer Meinung nach eine Theorie wirklich überzeugend? Es gibt ja so wissenschaftstheoretische Gründe. Also eine Theorie muss eine Vorhersage machen und wenn die Vorhersage dann im Experiment sich tatsächlich einstellt, dann ist eine Theorie gut. Und andere sagen, ja, Theorie muss einfach nur funktionieren. Ich will mal eine neue Definition für eine erfolgreiche Theorie hier anbringen. Das ist die Theorie, damit kannst du richtig Geld verdienen. Und die Quantenmechanik ist eine solche Theorie. Mit der Quantenmechanik werden 30% des Weltbruttosozialprodukts verdient. Und eine Theorie, mit der man so viel Geld verdienen kann, die muss einfach richtig sein. Also von Wahrheit weiß ich ja nichts zu sagen als Naturwissenschaftler. Das ist Ihnen ja klar. Wahrheit ist ja kein Begriff der Naturwissenschaften, sondern wir können immer nur falsifizieren. Wir können herausfinden, ob etwas nicht falsch ist. Und bei der Quantenmechanik muss ich aber sagen, die scheint wirklich überhaupt nicht falsch zu sein. Im Gegenteil. Die scheint sehr, sehr nah an dem Wort zu sein, was ich als Physiker natürlich nicht aussprechen darf, weil Wahrheit ja eben in der physikalischen Forschung nichts zu tun hat. Also die Quantenmechanik ist die Theorie, die wir am genauesten vermessen können. Im Labor. Aber wie gesagt, die Quantenmechanik erlaubt noch ganz andere Dinge. Sie erlaubt nämlich, Technologie zu entwickeln und mit dieser Technologie kann man Geld verdienen. So, alle digitale Elektronik auf diesem Planeten ist quantenmechanisch. Jeder Laser ist eine quantenmechanische Maschine. Falls mal, ich hoffe ja nicht, dass es nötig ist, aber falls sie mal untersucht werden müssen und sie werden in eine Kernspinresonanzanlage hineingeschoben. Oder wenn man sogar wissen möchte, was in ihrem Gehirn sich abspielt und man macht eine Positronenemissionstomographie. Oder wenn sie geröntgt werden mit einem Röntgenapparat, dann sind das alles quantenmechanische Apparate. Es geht aber noch viel weiter. Wenn Sie gerade einatmen und ausatmen natürlich, dann passiert etwas mit Ihnen. Sie nehmen Teilchen auf, und zwar richtig viele Teilchen. Also Stickstoff, klar, und Sauerstoff. Das ist ja den brauchen wir ja. Und der wird von unserem Blut aufgenommen. Mit einer ganz bestimmten Art und Weise. Über die ich gar nicht reden will, weil das ist ziemlich kompliziert. Aber wenn Sie mal wirklich praktisch zu jeder Frage eine Antwort haben, dann gucken Sie sich mal an, wie Ihr Blut den Sauerstoff aufnimmt. Sie werden erschüttert sein und werden wieder von vorne anfangen. Also das Staunen kann sich immer wieder lohnen, auch bei dem eigenen Blutkreislauf. Was passiert da eigentlich? Es werden Sauerstoffmoleküle aufgenommen. Und eine der wichtigsten quantenmechanischen Eigenschaften von Teilchen ist ihre Ununterscheidbarkeit. Ein Sauerstoffmolekül hier auf der Erde und ein Sauerstoffmolekül irgendwo vom Rand des Universums sind völlig identisch. Da gibt es keine Unterschiede. Die quantenmechanischen Teilchen haben keine individuellen Eigenschaften. Atmen Sie mal richtig kräftig ein, ja, dann merken Sie das. Diese Teilchen, die Sie da aufnehmen, die reagieren nach ganz bestimmten Naturgesetzlichkeiten, die quantenmechanisch sind. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir gar nicht atmen. Stellen Sie sich mal vor, so ein Teilchen, die wären so wie wir, mal schlecht gelaunt und mal gut gelaunt. Und die Bindungsfähigkeit von Sauerstoff
würde sich nach deren Laune richten. Dann würden wir verbrennen oder ersticken, je nachdem. Es gibt also ganz elementare Prozesse in uns, die auf dem Niveau der Teilchenebene stattfinden, die sind quantenmechanisch. Dass wir überhaupt darüber nachdenken können, dass die Quantenmechanik falsch sein könnte, lässt sich tatsächlich auf einen quantenmechanischen Prozess zurückbringen. Womit ich nicht gesagt haben will, dass unser Gehirn ein quantenmechanischer Computer ist. Nein, 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 nein. Das ist was. Das. Hier sind so viele Teilchen in einem solchen Gehirn eines Homo sapiens, in dem Schädel eines Homo sapiens sapiens. Das ist kein quantenmechanischer Apparat. Die Teilchen, die tun sich derartig intensiv beeinflussen. Da bleiben gar keine quantenmechanischen Eigenschaften übrig. Die ganzen Überlagerungen verschwinden. Und deswegen bleibt unser Gehirn auch da, wo es ist. Und deswegen sind wir auch da, wo wir sind, weil wir aus so vielen Teilchen bestehen. Quantenmechanik. Quantenmechanik wird dann richtig interessant, wenn man etwas sehr gut isolieren kann von der Welt, also von den Einflüssen der Welt. Wenn man etwas sehr gut kühlen kann, auf sehr niedrige Temperaturen. Oder wenn man einzelne Teilchen anschaut, dann ist Quantenmechanik interessant. Dann wird sie auch offenbar. Aber sobald die Umwelt da ist, sobald die Strahlung in großer Menge auf was draufhaut, wird die Welt sofort klassisch. Schauen wir uns das mal an, wie das heutzutage so funktioniert, diese quantenmechanische Technologie. Laser. Laser ist Lichtverstärkung durch stimulierte Emission. Was beim Laser passiert, ist eigentlich ganz einfach. Man zwingt Milliarden und Abermilliarden Elektronen im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Man pumpt sie gewissermaßen auf ein Energieniveau. In quantenmechanischen Worten gesprochen, macht man aus einer Grundschwingung, die Welle, Grundwelle der Elektronen, macht man eine Oberschwingung. Und dann gehen die Elektronen von diesem oberen Energiezustand wieder auf den niedrigeren Energiezustand zurück. Und das machen alle auf einmal. Das ist perfekter Kommunismus und Achtung, Karlauer Zone. Deswegen ist der Laserstrahl auch rot. Es gibt ja auch grüne Laserstrahlen. Aber viele Laserstrahlen sind rot. Und so kann man sich's gut merken. Aha, alle Elektronen machen das Gleiche und so weiter. Die Voraussetzung für diesen Akt, für diese Lichtverstärkung durch stimulierte Emissionen ist, dass man allen Elektronen eines Materials genau die richtige Menge an Energie mitgibt, so dass sie dann von einem Energieniveau alle gemeinsam wieder runterspringen. Das bedeutet, die Zustände der Elektronen in dem Atom haben eine bestimmte Lebensdauer. Die bleiben nicht immer so, ist ja ganz klar. Eines der wichtigsten Grundgesetze der Materie in diesem Universum ist, angeregte Zustände werden eigentlich am liebsten so schnell wie möglich wieder abgeregt. Und wenn die Elektronen einen hohen Energiezustand haben, also eine hohe Oberschwingung besitzen, dann werden sie das im Allgemeinen dadurch regeln, dass sie wieder runterfallen. Und bei diesem Runterfallen von einem Energieniveau zum anderen, ja, da wird ein Photon abgegeben. Ja, ein Lichtquant. Und zwar genau das Lichtquant, was zwischen diesen beiden Energieniveaus gewissermaßen als Energieunterschied im Atom drin ist. So funktioniert ein Laser. Heutzutage werden auch bei Röntgenapparaten zum Beispiel Elektronenstrahlen erzeugt. Und die gucken sich ganz genau an, was in der organischen Materie passiert. Röntgenstrahlen kennen Sie alle, kein Problem. Positronenemissionstomographie ist nochmal was ganz Besonderes. Man injiziert uns ein radioaktives Element. Bei diesem radioaktiven Zerfall werden Teilchen frei, die sogenannten Positronen. Das sind Antimaterieteilchen. Das sind positiv geladene Elektronen. Ein quantenmechanischer Wahnsinnszustand, würde ich mal sagen. Und diese Positronen, die zeigen an, welche Aktionen zum Beispiel in meinem Gehirn stattfinden. Da gibt es Verdichtungen und das lässt sich also dann tatsächlich, also die Aktivität von Zellen lässt sich damit darstellen und so weiter. Also Kernspintomographie, Positronenemissionstomographie, all diese ganzen digitalen elektronischen Einrichtungen ließen sich nur entwickeln mit der Vorstellung, dass die Energieübergänge in der Materie in Portionen stattfinden, gequantelt sind. Wenn man diese Theorie im Labor nicht hätte überprüfen können, dann wäre ein großer Teil der modernen Welt heute nicht möglich. Die technische Verwandlung von Grundlagenerkenntnissen
in die Umsetzung von Maschinen, von Informationskreisläufen und so weiter. Das ist nirgendwo so gut gegangen bis heute wie in der Quantenmechanik. Selbst, das hat ja selbst Einflüsse auf die Art und Weise, wie wir mit Molekülen umgehen. Zum Beispiel bei großen Molekülen wie der Genetik, dass man anfängt, Moleküle zu manipulieren. Selbst da schlagen immer quantenmechanische Überlegungen zu Buche. Da die ganze Welt aus Atomen besteht und das Atom gewissermaßen die allergrößte Entdeckung des 20. Jahrhunderts ist, hat man es hier mit einer Theorie zu tun, die alles beschreibt, was da ist, aber nur auf einem fundamentalen Niveau. Die Quantenmechanik erklärt, aus welchen Bausteinen die Welt zusammengesetzt ist. Sie erklärt nicht die Welt. Das tut mir leid, ich kann die Welt auch nicht erklären. Ich kann nur erklären, bis wohin die Quantenmechanik gültig ist und ab wann sie nicht mehr gültig ist. Es zeigt sich also, die Bedeutung der Quantenmechanik liegt darin, dass sie erkannt hat, was sind die elementaren Bausteine dieser Welt und wie kann man mit diesen elementaren Bausteinen zum Beispiel Technologie durchführen. Also das hohe Lied der Quantenmechanik. Jetzt ist das aber nicht alles. Quantenmechanische Technologie lässt sich eben auch für die Produktion von Waffen benutzen. Die Erkenntnis, dass die Materie aus Atomen besteht, dass es unterschiedliche Atome gibt von verschiedenen Elementen, dass manche Elemente radioaktiv zerfallen, und dass dieser radioaktive Zerfall sogar technologisch umgesetzt werden kann, hat in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer Entwicklung geführt, die man im kosmischen Kontext, würde ich mal sagen, als etwas Bemerkenswertes bezeichnen muss. Der Planet Nummer 3 im Sonnensystem hat festgestellt, welche ungeheuren Kräfte in den Kernen von Atomen stecken. Wenn man die freisetzt, dann hat man eine Waffe, die Atombombe, die einem im Prinzip die Möglichkeit eröffnet, alles Leben auf einem Planeten komplett zu zerstören. Man hat also mit der Quantenmechanik angewandt auf die Atomkerne eine Tür aufgemacht. Man könnte auch sagen, Pandoras Büchse, die Büchse der Pandora geöffnet, hin zu einer Energiedichte, zu einer wirklichen Energiedichte, also dass in einem sehr, sehr kleinen Volumen so ungeheuer viel Energie zusammengedrückt ist, zu einer Energiedichte gefunden, die im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat in weiteren Entwicklungen sogar noch eine viel schlimmere Energieform entdeckt. Durch die Fusion von Atomkernen hat man eine Wasserstoffbombe gebaut, die in ihrer Sprengkraft die Atombombe noch bei weitem überragt. Also wir sind als Lebewesen, die etwas über die Welt erkannt haben, durchaus in einer zwiespältigen Situation. Diese Erkenntnisse führen auf der einen Seite dazu, dass man fantastische Maschinen entwickeln kann, hervorragende medizinische Untersuchungsmethoden, wo man extrem kleine körperliche Veränderungen schon darstellen kann, sogar vielleicht etwas eines Tages darüber versteht, wie wir denken und warum wir so denken, wie wir es tun. Auf der anderen Seite aber haben wir auch die Möglichkeit, uns selbst zu zerstören. Das heißt, diese Art der Erkenntnis, die in der Quantenmechanik steckt, zeigt auch unser zweigeteiltes, ja, unsere zweigeteilte Charakteristik als Lebewesen. Wir können gute Dinge tun und wir können fürchterliche Dinge tun. Wenn man sich mal an sowas heranwagt, sollte man sich der Verantwortung, was man da treibt, unbedingt bewusst sein und nicht einfach so vor sich hin forschen. Ja, die Quantenmechanik, das ist nicht nur eine Theorie, um damit Geld zu verdienen oder zu erklären, warum die Materie stabil ist. Die Quantenmechanik ist auch, wenn sie richtig ist, die Theorie, die man braucht, um den Beginn des Universums zu verstehen. Ja klar, wenn die Quantenmechanik die Beschreibung, die richtige Beschreibung
der physikalischen Vorgänge des Allerkleinsten ist, dann muss sie auch am Anfang gültig gewesen sein. Was bedeutet das? Tja, dass der Anfang des Universums ein außerordentlich schwankender war. Ja, denn in der Quantenmechanik ist alles unbestimmt. Man kann so ungefähr sagen, so Pi mal Daumen, ja, aber nicht genau. Das heißt, der Anfang des Universums wäre, quantenmechanisch gesprochen, eine Fluktuation von etwas. Ja, von was? Ja, das weiß ich auch nicht, von was. Aber es wäre halt eine Fluktuation. Und zwar eine Sache, die hätte auch ganz anders kommen können. Gewissermaßen eine Fluktuation. Eine Fluktuation ist ja eben etwas Schwankendes, etwas wellenartig sich Ausbreitendes. Da ist was passiert, was mal eben kurz gewissermaßen über das Gleichgewicht hinausgeschossen ist und dann, ja, dann nicht wieder zurückgekommen ist. Nehmen wir ein Pendel. Also ich will sie jetzt nicht in Trance versetzen, ne? So nach dem Motto, ja, schau auf das Pendel und es wies von links nach rechts und so weiter und der rechte Arm wird ganz warm. Nee, nee, aber so ein Pendel ist zum Beispiel eine schöne Sache, wo man sich das nochmal klar machen kann, worum geht's. So ein Pendel pendelt von einer Lage zur anderen. Zwischendurch ist es mal praktisch bei seinem Minimum angekommen und es pendelt so hin und her. Nun könnte es aber auch sein, dass irgendjemand von außen an diesem Pendel herum pendelt. Und dann fängt das Pendel an und pendelt über alle Gleichgewichtslagen hinaus und pendelt und pendelt. Und eigentlich müsste das Pendel natürlich wieder zurückpendeln und irgendwann zum Stillstand kommen. Aber manche Pendel kommen nicht wieder zurück, sondern die schwingen und schwingen und schwingen und dann ist das Pendel irgendwohin weggeflogen. Das könnte sein. Also wenn es richtig eine starke Fluktuation am Anfang war, dann... Ja, und genau sowas muss der Urknall gewesen sein, der Anfang des Universums. Eine solche Fluktuation. Hier habe ich noch nichts vorausgesetzt. Überhaupt nichts, nichts, was die Astronomen alle so wissen über den Anfang oder überhaupt über die Dynamik des Universums, sondern einfach nur aus der Überlegung, wenn die Quantenmechanik die richtige Theorie ist für die ganz kleinen Dinge, also für die Elementarteilchen, und das Universum am Anfang so klein wie ein Elementarteilchen gewesen sein sollte, dann müsste ich den Anfang quantenmechanisch beschreiben. Ne? Stimmen Sie mir doch zu. Na gut, Sie können sich nicht wehren, müssen Sie gucken. Also, der Anfang des Universums ist quantenmechanisch. Ist eine Schwankung. Was könnte man denn noch daraus lernen aus dieser Schwankung? Nun, man könnte lernen, dass möglicherweise von diesen Schwankungen etwas übrig geblieben ist. Dass am Anfang Energieschwankungen vorlagen, die sich dann in materielle Schwankungen verwandelt haben. Denn, und jetzt komme ich natürlich zu dem großen Topf der Astronomie, denn wir wissen ja ein bisschen was darüber, wie das Universum sich entwickelt hat. Woher wissen wir das? Ich mache es ganz kurz. Das Universum expandiert. Das wissen wir. Das kann man messen. Wir wissen auch, das Universum ist durchsetzt von einer Strahlung. Die hat heute eine Temperatur von 2,7 Kelvin. Das sind minus 271 Grad Celsius. Diese Strahlung ist überall im Universum fast absolut gleich. Sie ist überall im Universum fast absolut gleich. Aber nicht ganz. Bis auf winzige Schwankungen ist sie überall gleich. Homogen und isotrop, also gleichmäßig und in alle Richtungen. Diese Hintergrundstrahlung, kosmische Hintergrundstrahlung, ist der Überrest des Anfangs, des heißen Anfangs. Die Hintergrundstrahlung entstand 400.000 Jahre nach dem Anfang. Ich will aber hier keine Kosmologie-Vorlesung halten, sondern ich will ja wieder zurück zur quantenmechanischen Beschreibung. Wenn das Universum expandiert, kann ich natürlich gedanklich sofort immer weiter zurückgehen in der Zeit. Dann war es früher kleiner, davor war es noch kleiner. Und ich kann mich fragen, wann hat es denn eine Größe erreicht, dass meine quantenmechanischen Bedingungen eine Rolle spielen? Die quantenmechanischen Gesetze eine Rolle spielen. Ungefähr, wenn das Universum eine 10 Milliardstel Sekunde alt ist, dann ist es so groß wie ein Atom. Müsste es eigentlich sein. Aber im Grunde genommen ist es auch egal. Ab wann? Denn irgendwann wird es diesen Zustand erreicht haben. Wenn es immer expandierte, dann war es früher irgendwann mal so groß wie ein Atom, so groß wie ein Proton. Und wie sich herausstellt, kann man diesen Anfangszustand des Universums mit Hilfe der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation sogar ziemlich genau festnageln. Es ist nicht irgendwie, sondern Heisenberg teilt uns ja mit, du kannst unter einer bestimmten geometrischen Größe kannst du gar nicht kommen, das schaffst du gar nicht. Da unten drunter ist alles schwankend. Und auf diese Art und Weise kann man eine kleinste, kausal sinnvolle Struktur im Universum angeben. Und die ist
10 hoch minus 35 Meter groß. Das ist der Anfang des Universums, das ist gewissermaßen die kausale Elementarzelle des Universums. Also das kausale Quant des Universums. 10 hoch minus 35 Meter, können wir sofort eine kleine Rechenaufgabe machen, können natürlich durch die Lichtgeschwindigkeit teilen, dann wissen wir auch, was das elementare Zeitquant dieses Universums ist, nämlich 10 hoch minus 43 Sekunden. Das ist alles, die Zahlen brauchen Sie nicht zu merken. Wichtig ist, 10 hoch minus 35 Meter, das sind noch 20 Größenordnungen unter der Größe eines Protons. Wenn das Elektron, wenn das Universum also am Anfang tatsächlich so angefangen haben sollte, dann haben wir hier ein Paradebeispiel für etwas, was nur am Anfang Quantenmechanik beschrieben werden muss. Es muss quantenmechanisch sein, gewesen sein. So, das musste erstmal raus. Das heißt, wenn wir jetzt über den Anfang des Universums nachdenken, dann müssen wir das immer quantenmechanisch tun. Und alle Prozesse, die sich da abspielen konnten, müssen quantenmechanische Prozesse sein. Und vor allen Dingen, aber ich sage es nochmal, weil jetzt komme ich gewissermaßen, ja, ich hoffe, dass Sie es nicht merken, ich sage es Ihnen aber jetzt schon mal, ich komme zu unserer eigenen Existenz zurück. Diese quantenmechanischen Fluktuationen des Anfangs, diese Energieschwankungen, im Laufe der Entwicklung des Universums, dadurch, dass es sich ausdehnte und abkühlte zunächst und es auch heute noch tut, gab es verschiedene Schritte, bei denen regelmäßig Teilchenfamilien auftauchten und Kräfte. Es gibt ja vier Grundkräfte, Gravitation, starke Kernkraft, schwache Kernkraft und elektromagnetische Wechselwirkung. Und zu jeder Kraft gehören Teilchensorten. Ja? Elektronen zum Beispiel und Proton, die wechselwirken miteinander, na, wie elektromagnetisch, genau, mit Hilfe eines Photons. Nicht? So, dann gibt es andere Teilchen, die haben die schwache Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung ist dafür zuständig, dass Atomkerne zerfallen, die starke Wechselwirkung ist dafür zuständig, dass Atomkerne auch wieder stabil bleiben und so weiter. Also die Gravitation kennen Sie sowieso, Sie sind ja mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Und diese Kräfte und die Teilchen, die erschienen also in der Frühphase des Universums, je nach Temperatur. Also Energie verwandelte sich teilweise in Materie und wir wissen natürlich alle längst, das ist die einzige Formel, die man gebrauchen darf in der Öffentlichkeitsarbeit. E ist gleich mc². Das wissen alle. Also die Energie verwandelt sich in Materie und Antimaterie, denn die Energie hat ja eigentlich keine Ladung. Also ja, wo jetzt? Die Antimaterie ist, hat genau die umgekehrte Ladung von Materie. Eigentlich hätte sich am Anfang alles wieder zur Energie zerstrahlen müssen, aber es gab eine leichte Schwankung, eine leichte Fluktuation, die offenbar dazu geführt hat, dass 5 Milliarden Teilchen, 5 Milliarden Antiteilchen gefunden haben, aber ein Teilchen blieb dann übrig. Das fand kein Antiteilchen zum Zerstrahlen. Und diese winzige Asymmetrie in der Materie, die sorgte dafür, dass es überhaupt irgendwelche Materie in diesem Universum gibt. Es gibt keine Antimaterie, aber immerhin ein, auf 5 Milliarden Photonen, 5 Milliarden Lichtteilchen, kommt ein richtiges massebehaftetes Teilchen. Dieser Anfang war also eine Verwandlung von Energie in Masse. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den Energiefluktuationen, dann haben wir gewissermaßen nach einer Weile, wenn die Energie sich ja in Materie verwandelt, dann werden aus den Energiefluktuationen Materiefluktuationen, materielle Schwankungen. Das war am Anfang nicht so wichtig. Am Anfang waren diese materiellen Schwankungen, die wurden von der Strahlung weggeputzt, die Strahlung, die hat die praktisch ausradiert und da gab es so gut wie nichts, was irgendwie schwanken konnte, weil die Strahlung die Elektronen anstieß, die Elektronen flogen davon, die Protonen merkten, ups, wo sind denn meine Elektronen, liefen hinterher. Also es war praktisch wie so ein Tornado in einen Laubhügel, das wurde sofort wieder weggeputzt. Aber irgendwann konnten sich dann doch materielle Fluktuationen bilden und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Deshalb und nur deshalb, weil es diese anfänglichen quantenmechanischen Fluktuationen gab, die sich dann in materielle, sprich dichte Fluktuationen, also auf Deutsch dichte Schwankungen, übersetzt haben. Deswegen gibt es uns. Ansonsten würden Sie mir nicht zuhören und ich würde nichts sagen. Also was passiert hier? Diese dichte Schwankungen bedeutet einmal weniger dicht und einmal mehr. Höhere Dichte. Geringere Dichte, höhere Dichte. Was heißt eigentlich höhere Dichte? Was bedeutet das? Nun, da kommt die Königin der Kräfte ins Spiel.
die Gravitation. Während die elektromagnetische Kraft positive, negative Ladung, die ist abschirmbar. Ne? Eine positive Ladung schirmt eine negative Ladung ab. Das gibt es bei der Gravitation nicht. Die Gravitation ist immer anziehend. Sie ist die schwächste aller Kräfte, aber on the long run gewinnt sie immer. Sobald also im Universum es irgendwo ein bisschen dichter ist als in der Umgebung, fängt die Gravitation an und greift sich das Material aus der Umgebung. Und so und nur so konnten ungefähr 400.000 Jahre nach dem Beginn des Universums dichte Schwankungen in dem Gas damals, das Gas war praktisch Wasserstoff und Helium, konnten dichte Schwankungen langsam, ganz langsam, aber stetig zu Galaxien anwachsen. Denn der wirkliche Hammer ist ja, ich weiß, ich hoffe, Sie haben es nicht vergessen zwischendurch, während dieser ganzen Phase, was ich Ihnen erzählt habe, ist das Universum ja am Expandieren. Ja, das fliegt ja alles auseinander. Normalerweise würde ja die Dichte, die Teilchendichte, wenn schon die Expansion ständig da ist, geht die Teilchendichte ja runter, es verdünnt sich alles. Also in einem ordentlichen Universum wäre das Material ja völlig gleich verteilt. Aber dank dieser quantenmechanischen Fluktuationen vom Anfang gab es eigentlich immer so eine Schwankung von Material. Und wenn diese Dichte hoch genug war, diese Dichteschwankung hoch, stark genug war, dann konnte sich die Materie von der allgemeinen Expansion entkoppeln. Das heißt, die lokale Schwerkraft dieser Dichteschwankungen war dominant gegenüber der Expansion. Das Material fiel einfach unter seiner eigenen Schwerkraft in sich zusammen. Diese quantenmechanischen Fluktuationen vom Anfang sind der Grund dafür, dass sich Galaxien bilden konnten. Es wird aber alles noch viel, viel schlimmer. Ich rede hier nicht von der leuchtenden Materie, also dem Zeug, aus dem wir so bestehen. Protonen, Neutronen, Elektronen. Das ist ja also ein Zeug, das mit Licht wechselwirkt. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Licht beeinflusst uns, ne? Erwärmt uns und so weiter. Wir bestehen aus Materie, die mit Strahlung wechselwirkt. Und in der Frühphase des Universums das große Problem hatte, dass die Strahlung jede Art von Fluktuation in dieser leuchtenden Materie praktisch sofort ausgebügelt hat. Es gibt aber eine Form von Materie, die das nicht tut. Das ist die sogenannte dunkle Materie, die nichts anderes macht, als nur schwer zu sein. Und auch das erklärt die Quantenmechanik. Die Eigenschaften dieser sogenannten nicht baryonischen dunklen Materie kann man mit Hilfe der Theorien über Elementarteilchen, also letztlich quantenmechanischen Theorien, verstehen. Also, der Weg vom Labor, ne, wir sind hier auf der Erde und schauen uns materielle Zusammenhänge an. Wir nehmen Material auseinander, wir schauen uns an, was haben wir vor uns, und sezieren die Materie in immer kleinere und kleinere Portionen, bis wir feststellen, aha, dort unten in der Welt der Elementarteilchen, da sieht die Welt völlig anders aus. Dort haben die Teilchen Wellencharakter und das Licht hat Teilchencharakter. Wenn ich da unten ganz genau hinschauen will, dann sehe ich nach einer Weile nur noch Schwankungen, Schwankungen, Schwankungen. Und aus dieser Kenntnis, dass die Welt im Allerkleinsten immer schwankend ist, kann man nun in das ganz Große gehen, ins Universum, und kann sich fragen, wenn die Quantenmechanik die richtige Theorie fürs Allerkleinste ist, dann beschreibt sie uns sogar den Anfang des Universums. Und es stellt sich tatsächlich heraus, dass die quantenmechanischen Fluktuationen, die wir ja im Labor messen können, dass die auch am Anfang im Universum notwendig dafür waren, dass wir überhaupt existieren. Denn in einem expandierenden Universum hätte sich die Materie derartig gleich verteilt, da wären nie Galaxien entstanden. Und die Galaxienentstehung ist aber Voraussetzung dafür, dass genügend Gas angesammelt worden ist,
In diesem Gas haben sich Sterne gebildet. Die Sterne, und jetzt sind wir wieder bei der Quantenmechanik, man kommt überhaupt nicht raus daraus, die Sterne sind Fusionsreaktoren. In Sternen verschmelzen Atomkerne miteinander. Auch das ein Vorgang, der in der klassischen Welt, also in der Welt, in der wir uns aufhalten, gar nicht verständlich ist. Denn in der klassischen Welt stoßen sich gleichnamige Ladungen ja ab. Ja, ja, wie soll man denn dann bitteschön Atomkerne miteinander fusionieren? Auch das geht nur, wenn man den wellenartigen Charakter der Teilchen betrachtet. Dann ist es nämlich für ein Proton sehr wohl möglich, in der Nähe eines anderen Protons zu sein. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieses Protons ist nicht null, dieses zweiten. Und wenn die nahe genug zusammen sein können, dann bilden sie einen neuen Atomkern. Ein Proton verwandelt sich in ein Neutron. Auch das ein rein quantenmechanischer Prozess. Und so weiter. Und dann wird aus diesem Deuteron mit einem anderen Deuteronenkern werden Heliumkerne gebaut und so weiter. Alles Licht der Sterne stammt aus Atomkernen. Und die Atomkerne verhalten sich quantenmechanisch. Mit diesem quantenmechanischen Tunneleffekt lässt sich verstehen, warum dieses Universum von Licht durchsetzt ist. Aber tatsächlich, im aller elementarsten, sind es Schwankungen des Anfangs, die dafür gesorgt haben, dass in diesem Universum sich ein Netz bilden konnte, ein Netz von Galaxien, die sich zu Galaxienhaufen verdichtet haben. Und innerhalb der Galaxien haben sich Sterne gebildet. Diese Sterne haben alle schweren Elemente als Helium erzeugt. Alle. Wenn Sie als Kohlenstoffeinheit das hören, was ich da erzähle, dann hört Sternenstaub Sternenstaub zu. Ein gewaltiger Materiekreislauf in den Galaxien hat dann, zumindest bei einem Planeten, vielleicht bei vielen anderen auch, das wissen wir ja nicht, dazu geführt, dass eine ganz neue Existenzform im Universum aufgetaucht ist, was es vorher nicht gab, nämlich Leben. Und dann ist sogar vor einigen Millionen Jahren, zumindest auf diesem Planeten, wenn wir uns das nicht einbilden, eine intelligente Lebensform entstanden, die anfängt, Fragen zu stellen über das Universum und sich damit gewissermaßen das Universum sich selbst fragt, was mache ich hier eigentlich? Und die Quantenmechanik ist eine dieser fantastischen intellektuellen Leistungen von Lebewesen auf einem Planeten, der wahrscheinlich zu den paradiesischsten im ganzen Universum gehört.